Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Robert Weber. Ich bin der Geschäftsführer von Antenne MV, dem ersten landesweiten privaten Rundfunksender für dieses Bundesland und das schon seit 1993. Ich führe das Unternehmen jetzt seit knapp 5 Jahren, seit Anfang 2010. Und wir befinden uns hier im Funkhaus Plate, dem Hauptstandort des Senders mit den Studios, beziehungsweise dem Hauptsendestudio. Wir haben weitere Standorte in Städten Rostock, Stralsund und seit dem 4. Oktober auch ein weiteres kleines Außenstudio in der Innenstadt von Schwerin. Ja, also ein Radiosender wie Antenne MV lebt in der Region nicht völlig isoliert, sondern im Gegenteil muss sich halt in den Märkten, in denen er sich sozusagen wohlfühlen und gedeihen soll, auch vernetzen. Das ist ganz klar. Wir suchen ständig Kontakt zu unseren Hörern. Und so suchen wir auch ständig Kontakt zu unseren aktuellen Werbetreibenden, unseren Kunden, als auch zu unseren potenziellen Kunden. Und dazu gehört einfach eine gute Vernetzung im Bundesland. Also es geht mir oder uns dabei erstmal darum, sehr informelle Kontakte zu knüpfen, gar nicht unbedingt mit dem Primärziel, sofort jemandem einen Mediaplan zu verkaufen, sondern es geht eigentlich erstmal darum, zu lernen, welche Herausforderungen am Unternehmen hier in der Region zu bewältigen, an welcher Stelle kommt Kommunikation sozusagen dort in den Mix und wo kann dann nachher letztendlich im nächsten Schritt Radio vielleicht eine sinnvolle Rolle spielen. Ich habe das Gefühl von Anfang an gehabt, dass dieses Bundesland ein Riesenpotenzial hat. Das Land mit dem längsten Strand, das kann sozusagen gar nicht scheitern. Da müsste man sich schon sehr doof anstellen. Und im Gegenteil, ich glaube, dass die Rahmenbedingungen hier in Mecklenburg-Vorpommern für vieles einfach hervorragend sind. Großes Potenzial zu haben reicht aber nicht. Man muss halt an einer gewissen Stelle auch anfangen, das Potenzial zu heben oder sich dorthin zu entwickeln. Ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern und Rostock sozusagen als den größten Ballungsraum dort haben großes Potenzial und da arbeite ich gerne dran, das sozusagen zu verwirklichen.